Ja, Freunde, ziehen wir es durch oder was? Ja, Mensch, jetzt ziert euch mal nicht so. Ich weiß doch, ihr wollt es auch. Okay, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu The Final Take. Mein Name ist Seth und wir haben, wie wir sehen, noch zwei ganz schnieke Kapitel hier vor uns, die wir uns auf jeden Fall jetzt mal dezent gönnen möchten. Chapter 3, Deep Below, tief im Untergrund. Krabbeln die Ratten und wahrscheinlich auch wir? Play Chapter ist, glaube ich, die einzig gute Option, die man an dieser Stelle treffen kann. Hallo Sarah, schön, dich wiederzusehen. Du wurdest noch nicht gefressen, wie ich sehe. Bedauerlich. Sarah, das war doch unser Stichwort. Sarah, wir hatten doch ausgemacht, dass du jetzt an dieser Stelle den Zuschauern bitte erklärst, was du vorhast, was das hier werden soll, was dich dazu getrieben hat, warum du nicht dein Maul hältst und okay, du möchtest nicht. Okay, wir probieren das vielleicht nochmal. Vielleicht probieren wir es nochmal. Who was that? Aber And why would nicht someone keep a heute. tape of that here? Odd. Hör auf zu lachen. Was war das? Sarah, das üben wir aber noch mal, oder? Oh, Sarah. Sarah, Alter, du machst, dass ich ganz rot werde. Hör doch mal auf damit. Wo wir wieder. Ja, nach Hause gehen. Das ist, glaube ich, eine nachvollziehbare, rational-logische Vorgehensweise, wenn man die. Aber wo bist du? Was krauchst du hier überhaupt rum? Was soll denn das? Willst du nicht zu einem Jobinterview? Ja, du fragst dich auch, was du jetzt hier machst, ne? Ich kann es dir leider nicht erklären. Oh, Hallöchen. Können Sie mir das vielleicht erklären, hä? Ach, großartig. Die verlieren aber schnell die Lust. Kann ich nachvollziehen. Sind sie auf jeden Fall nicht die Einzige. Okay, hier können wir nicht weiter. Dann gehen wir wahrscheinlich erstmal hier lang, oder? Objectives. Wir müssen einen Ausgang finden. Ach was, ist das so? Ja, müssen wir wirklich einen Ausgang finden. Sag bloß. Wirklich sehr, sehr subtil. Was? Are those photos of me? Keine Ahnung, du musst doch What? wissen, wie du aussahst. Why are there photos of me as a baby? Was haben die denn hier mit ihren Babyfotos? Was soll denn das? Also ich meine, das sind wahrscheinlich die Fotos, die deine Eltern niemandem zeigen wollten. Vielleicht solltest du doch mal einmal öfters in den Spiegel gucken oder mal ein Wörtchen mit deinen Eltern reden. So ganz unter sechs Augen oder so. Vielleicht haben die dir noch einiges zu sagen, Sarah. Du wirst auf jeden Fall überrascht sein. Jetzt können wir hier rein. Ich habe mich gerade nicht gewundert. Ich habe das einfach so akzeptiert, ja, mein Schicksal. Okay, guck mal. Oh, ja. Das? Auch nicht? Oh, eine offene Tür. Was? Das war's? Okay, Leute, ich hoffe, ihr habt an dieser Stelle nicht geblinzelt, sonst habt ihr das Kapitel leider verpasst. Okay, ich stelle an dieser Stelle mal keine Fragen. Das war offensichtlich eine Montagsproduktion, dieses Level. Und da hatten sich die Jungs hingesetzt und dachte, ach scheiße, Wochenende wieder viel zu schnell vorbei. Ich habe jetzt hier keinen Bock mehr. Klatschen wir einfach noch so ein Level 3 dran, ohne Inhalt, ohne Aussage. Die Leute werden schon irgendwas damit anzufangen wissen. Okay, Leute, das war extrem episch. Dann machen wir eben Kapitel 4. Vielleicht wird das ein bisschen spannender. Sarah, weißt du, ich bin enttäuscht von dir. Ich hab dir jetzt so viele Chancen gegeben. Du kannst dich zu Adam stellen, könnt ihr euch zusammen ein bisschen schämen, oder? Okay. Das sieht auch sehr, sehr gemütlich aus. Wo bist du? Wo kommst du überhaupt her? Also, da war doch. Finally, out of that disgusting place. Ah, jetzt kommen wir hier raus. This better lead me out of this place. I just wanna go home. Ja, du willst nach Hause. Das hast du schon mehrfach gesagt, übrigens. Bist du hier reingekommen? Bist du ernsthaft hier reingekommen und hast dir gedacht, Mensch, ist charmant, ne? Hier kann man doch arbeiten. Was zum Teufel stimmt mit dir nicht, Sarah? Was ist los mit dir? Ich weiß, warum deine Eltern deine Fotos versteckt haben. Hi. Okay. Okay. Ihr wacht, ihr bleibt da liegen, oder? Das ist aber ein nettes Begrüßungskomitee. Nach all dem, was ich für diesen Ort getan habe, haben Sie die Nerven. Jetzt halt dein Maul! Ich versuche das zu lesen. Haben Sie die Nerven, mich zu feuern? Ich habe so viele Leben gerettet, habe so viele Babys auf der Welt gebracht. Sie werden zahlen. Jeder will zahlen. Wird zahlen. Okay, dann stell mal schön ein Sparschweinchen auf, oder? So, was sagst du mir? Ich habe eins meiner Babys zurückbekommen. Oh, Adam, Mutter hat dich so vermisst. Aber du bist jetzt sicher. Ich werde dich niemals gehen lassen. Moment mal. Adam!
Adam war der Schönling, den wir in Kapitel 2 in der letzten Folge gespielt haben. Und ich glaube, Adam war auch der Typ auf den Tapes, den wir im ersten Kapitel gefunden haben. Zufall? Ich denke nicht. Du sagst erst gar nicht mehr, du hast auch keine Lust. Ach, wisst ihr, Leute, es ist zwar sehr, 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 sehr nett von euch, aber ihr hättet doch nicht extra aufräumen brauchen. Also macht euch bitte keine Umstände. Ah, hier. Sie war mein Lieblings. Warte da mal bitte kurz. Ich muss dir das gerade erst mal lesen. Ihre Augen waren mit Hoffnung gefüllt, als sie meine kleine Hand erreichte. Ich wusste, dass sie mich lieben würde. Sie alle werden mich lieben. Das ist nämlich gesundes Selbstbewusstsein. Bis sie von mir weggesehen haben. Von uns. Oh mein Gott, Adam, das mit uns hätte so schön werden können. Ich weiß nicht, ob du mein Sohn bist oder meine Mutter. Hallo? mein Freund. Ich bin schon ganz verwirrt hier, Leute. Dieser Ort macht mich fertig. Oh, jetzt können wir hier rein. Jetzt. Ja? Ja, Sarah, guck noch mal genauer hin. Vielleicht siehst du diesen Ort nie wieder. Ja, weiß ich nicht. Du wolltest doch hier arbeiten. Man informiert sich gewöhnlich. Oh, nö. Oh, nö. Jetzt kommt die Alte da nicht, ne? Die kommt nicht. Ich hab die Kamera nicht. Adams coole Kamera. Ach, jetzt soll ich hier wieder Babyfotos sammeln. 1 von 10 oder was? Hab ich denn Langeweile? Das hat einmal fast Spaß gemacht. Warum, Leute, übertreibt ihr das denn immer so gleich? Das ist doch, das wird doch auch nicht spannender, oder? Oder doch? Doch, Seth, am Ende, das wird dann, oh, das wird richtig cool. Ich weiß nicht, hatte das Baby gerade einen Bart oder so? Ah, leck mich ab, Arsch! Ja, du bist nicht gruselig, du bist ein bisschen nervig. Aber hier, nein, nicht nochmal. Es war mir zwar eine Freude, aber können wir das bitte lassen ab jetzt? So, 3 von 10. Ist ja ein dezent Nerv. Oh, hier, guck mal, war ich schon hier? Oh, das macht mich fertig. Nein. Oh, 44x. Okay, Leute, ich muss auf mein Leben aufpassen. Die ist hart unterwegs hier, die Alte. Oh, fuck. Hör auf. Warum ist da eine Tür zu? Ich weiß es nicht. Okay. Wir können sie sehen. Na, was machst du jetzt? Ich bin ein bisschen schneller als du. Du bist nicht gefährlich. Du bist nervig. Sonst nichts. Oh, shit. Okay, ich gehe mal hier rum. Okay, ich gehe wieder hoch. So viel falsch kann ich gar nicht machen. Okay, Leute, dann suchen wir mal Nummer 5. Wo bist du? Nein, lass das doch! Och, ist das nicht dein Ernst? 0 von 10. Ja, mach ich gerne nochmal. Hab ich richtig Spaß mit. Gut, hä? Was war das? Ach, das hast du dich doch beim ersten Mal auch nicht gewundert. Okay, haben wir hier irgendwas? Jetzt gehen wir mal hier runter. Ja, waren wir ja noch gar nicht. Ja, da haben wir eins. Dankeschön. Bist ein hässliches Baby. kannst du mit Server eine Gruppe gründen auf StudiVZ oder so eine Scheiße. So, jetzt haben wir 6. 6 ist immer gut. In jeglicher Hinsicht, in jeglicher Schreibweise. Noch 4 to go, Freunde. Noch 4 to go. Ich bin sehr, sehr gespannt, was hier am Ende passieren wird. Ich glaube, das wird eine herbe Enttäuschung, aber naja, malen wir mal den Teufel nicht an die Wand. 7. Dankeschön. Oh. Nee, ne? Das ist eine ganz schlechte Idee. Fick dich. Danke. Nicht gerne wieder. Das lässt du bitte in Zukunft. Sonst muss ich harte Maßnahmen ergreifen. Und die werden nicht schön sein. Vor allem nicht für mich, wahrscheinlich. Danke. So, 1 noch, Freunde. 1 noch. Dann sind wir Europameister, oder? Dann sind wir Europameister. Okay, jetzt komm her. Jetzt komm her hier. Wo bist du? Wo hast du dich Nein! Nicht die Stelle. Ist nur Versuch 3587. Okay, wo bist du? Wo bist du? Zeig dich. Zeig dich sofort. Okay, hier vielleicht? Ich weiß gar nicht, ob ich hier geguckt habe. Man vergisst es so schnell, ne? Man ist so vergesslich heutzutage. Okay, das sind diese ganzen Energy Drinks oder so. Okay. Weiter. Nein! Oh, die sieht man nicht. Ich nehme alles zurück. Man sieht sie einfach nicht. Man hört sie nur schnaufen und sie hat immer noch keinen besseren Mundgeruch. Okay, dort auch nicht. Okay, es muss eventuell auf der zweiten Etage sein. Alter, leck mich am Arsch. Lass mich mal in Ruhe suchen hier. Du verlierst doch nichts. Das sind ein paar alte Babyfotos. Oh, dos. Okay. Mal hier jetzt weiter. Nein, hier ist diese fucking Tür. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Wo ist das verschissene 10. Foto? Da. Ja? Ja? Hältst du jetzt bitte die Klappe? Du hast jetzt bitte auf zu röcheln. Ich kann dir auch ein Taschentuch geben. Da hättest du einfach fragen können. Ich meine,
normale soziale Angewohnheiten, oder? Hier, hier nicht selbstverständlich. Und jetzt? Und jetzt? Kein Blackscreen und dann passiert irgendetwas Außergewöhnliches. Oh, die Tür ist offen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Hi. Oh Gott. Wait, is that why she's after me? Was I born here? Did she trick me to come here? Does she think I'm her Sie hat dich, Herr, damit, weil du hier geboren wurdest, deswegen bist du jetzt hier und deswegen jagt die dich. I'm done. I'm leaving this fucked up place. Fuck this job. Fuck that Was für ein Job, Alter? Na, hast du dir einen Magen verdorben? Ja, das ist bei dem... Oh ja, offensichtlich schon. Das Angebot mit dem Taschentuch steht übrigens immer noch, falls so... Aber ich will dich nicht drängen. Kekse! Isst meine Kekse! I'm just your typical girl. I come from a small town. Hell, most people can't even find it on a map. Das ist die Anfangsszene. Das erste Mal, wo Sarah mich vollgetextet hat. Ich werde es nie vergessen. Okay. Ja, hat ja gut geklappt, ne, mit dem Job. Und wie läuft's so? Funktioniert es für dich? Ist es jetzt eine coole Alternative zu deinem vorherigen Leben? Alter, sogar jetzt, wo die tot ist, labert die noch rum. Was stimmt mit dir nicht, Sarah? Ich mag dich nicht. Du bist keine sympathische Person. Können wir bitte nie wieder ein Spiel zusammenspielen? Ich möchte nicht mehr. Ich hab die Schnauze voll, oder? Ist doch legitim an dieser Stelle. Sie hört einfach nicht auf. Hört nicht auf. Bitte tötet mich. Bitte tötet mich! Mhm. Ja. Das war's. Das habe ich ja jetzt gar nicht erwartet. Wow, damit hätte keiner gerechnet. Hättet ihr das gedacht, was da noch am Ende passiert? Boah, ich bin voll geflasht. Ich glaube das nicht. Alter, das wird mich jetzt noch tagelang beschäftigen. Ja, okay, liebe Leute, das war The Final Take. Eine nette Gönnung für zwischendurch. Okay, es war im Endeffekt auch dann nur ein Slender-Simulator, aber soweit so gut. Es hat trotzdem irgendwie eine neue Idee, das ein bisschen storymäßig zu verkuppeln. Aber ich sag mal so ein richtiges Pärchen ist jetzt nicht raus geworden, aber ist okay, mein Gott. Das Spiel kostet 1,50 €. Dafür war es unterhaltsam, dafür war es gut. Es war nicht zu schwer, es war nicht zu easy. Keine Ahnung, es hat eigentlich schon unglaublicherweise Spaß gemacht. Okay, aber wenn ihr das auch so fandet, wenn ihr das unterhaltsam fandet, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr weitere Empfehlungen habt für weitere kleine Schnicke-Spiele, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Projekt, was auch immer das sein wird. Ich muss ja noch Room 404 zu Ende spielen, fällt mir gerade ein. Okay, das geht jetzt erstmal weiter. Bis dann, Leute. Haut rein und ciao. Ja.